ich auch unfassbar nicht leiden kann, ist, wenn ich mich auf irgendeiner Seite registriere, ich sag jetzt nochmal nicht welche, ich sehe schon, wie du guckst, wenn ich mich auf einer Seite registriere, dann musst du ja immer deine E-Mail bestätigen, ja? Dann gehst du in dein E-Mail-Postfach, ist nicht da. Und dann musst du in dieses scheiß Web-Interface gehen, in den E-Mail-Spam-Owner, weil der Spam-Owner wird ja nicht auf deinen Client gezogen. Ja, aber, und da musst du dich aber da durchhangeln. Russenschlampen.org landet nun mal im Spam. Ja, warum? Ich habe mich doch mit Absicht da registriert und wie kann das vor allem sein? Muss doch der Browser den Surfer halt langsam kennen, ja, oder? Ja, aber irgendeine Scheiße von ihren Werbescheißdingern, die kommen immer durch. Die kriegst du nicht mal in Unbekannt-Ordner, ja, die kommen direkt mit Priorität. Ja, mit Priorität so. Bitte Lesebestätigung anfordern. Ja, und du sagst es, du musst in dieses fucking Web-Interface gehen, weil die Apps keinen Spam-Ordner haben. Das heißt, du musst dich wirklich an einen PC oder einen Laptop einloggen und musst die Scheiße suchen. Und du, als ob du dein Passwort noch wüsstest. Das ist der Vorteil von Apps. Du ergibst es einmal ein und es ist drin. Passt. Und vor allem, du musst ja auf jeder fucking Internetseite, brauchst du ja ein Passwort. Ja. Für jede, sonst ist nicht sicher. Weil wenn jemand das wirklich drauf anlegt, dann schafft er es auch nicht, sich bei dir reinzuhacken. Ne? Weil die machen da auch Stopp vor deinen 7-Stellen-Passwort. Lass mal reden, 123 ist so ein gutes Passwort, finde ich. Für unseren YouTube-Kanal, ja, warum sollten wir den anderen nehmen? Ja, und für den kommt keiner drauf bei uns. Nee. Telekolumbus, habe ich bei so schlechtes Internet, du kannst nicht mal deine E-Mails abholen. So ist es. Ich habe da letztes Mal schon drüber geredet, aber es wird und wird nicht besser. So, wir haben konstruktives Feedback geschickt. Und die Affen ändern es nicht. Genau so ist es. So, du rufst da an, bist erstmal 2 Stunden in der Warteschleife. Weil hast du ja sonst nichts zu tun. Hast ja nichts zu tun. Weil das Internet geht ja nicht. Stimmt, das ist natürlich auch wieder ein Vorteil. So, sitzt da 2 Stunden in der Warteschleife, weil wirklich Internet nicht geht oder Ausfälle hast und so. Du diskutierst mit denen und überlegst und dann kommen die mit den schlauen Hinweisen. Wie gesagt, haben sie schon mal versucht, den Router vom Strom zu nehmen? Oh mein Gott! Das ist die Lösung! Ich muss einfach vom Strom nehmen, dann stecke ich ihn wieder rein und schon sind Weltprobleme. So könnte man sogar auch Welthunger lösen. Ja, ich habe den nie vom Strom getrennt, weil ich dachte, dann funktioniert das ganze Haus nicht mehr. Die Welt dachte, explodiert. Ja, ich dachte, er muss dranbleiben. Ja, ganz genau so ist es. Dann gehst du ins Internet, suchst in Foren, merkst dann, oh, das Problem ist offensichtlich nicht so selten, auch wenn die bei der Telekolumbus-Hotline dir immer sagen, na Herr Kohn, das Problem kennen wir gar nicht. Ich weiß, das muss an Ihnen liegen, weil wir haben das noch nie gehört. So, dann gehst du zu Saturn, kaufst für 180 Euro. Ja, für 180 Euro. Schnäppchen. Schnäppchen. Dafür, dass man eigentlich einen umsonst kriegt. Damit werben sie. So, für 180 Euro kaufst du dir einen Router, schnöpfst jetzt den an und seitdem hast du kein einziges Internetproblem. Wenn die denn bei der Telekom-Hotline wenigstens sagen würden, Herr Kohn, ganz ehrlich, unser Router ist kostenlos, aber dafür ist er ziemlich scheiße. Versuchen Sie es mal mit einem neuen. Nee. Dann wäre das okay. Aber nein, aber sie geben dir das Gefühl, als wärst du schuld. Sie lügen dich kackendreist an.